Hallo meine lieben Backsteine und willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist Modern Skyblock 3 Departed. Und ja, eigentlich hatten wir alte Mods gespielt. Aber als ich es versucht habe auf den Server zu knallen, nach einem Tag Arbeit hatte ich keinen Bock mehr. Bin ein bisschen ausgetickt und habe mir gedacht so, nope. Nope, 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 nope. Deswegen sind wir jetzt hier. Also, wir gucken dann jetzt mal. Welche Insel wir nehmen. Ja, erstmal das. Ach ja, wir haben jetzt Untertitel an, aus so einem Grund. So, mal gucken, was haben wir noch in Controls. Auto Jump Off. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so machen muss. Habe ich es jetzt schon kaputt gemacht? Warum ist alles freigeschaltet? Ich wollte doch gar nicht in den... Ups. Ich glaube, wir haben es jetzt alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Scheiße. Gut, versuchen wir es nochmal. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung, wie man das genau macht. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Ich möchte eigentlich nur einen... So, Delayed. Create New World, New World. Cheats machen wir immer an zur Sicherheit. Void ist richtig. Create New World. Wir wollen eigentlich diese Schneeinsel, weil die Schneeinsel ist cool. Das ist ein schlechter Wortwitz. Man kann mit dem Structured Crafter Schnee automatisch machen. Also zumindest ging das im Skyblock 2 und das war so ein geiler Weg. Weil man einfach nur diese scheiß Kisten da platzieren muss und das Ding hat im Prinzip alleine alles gemacht und es war so cool. Also wirklich sehr, sehr cool. Ich hatte da eine Automatisierung gesehen und habe mir gedacht so, oh, das ist nice. Ja. Ich will nicht direkt aus. Also gut.
Okay, also wir machen jetzt erstmal hier unsere Insel. Island. Create. Was? Ja, aber ich möchte diese Insel nicht. Ja gut, was haben wir denn für Inseln? Island Create 1. Nee, das gefällt uns nicht. Island Create 3. Da haben wir sie, die Schneeinsel. Ich glaube, wir machen das dann hier als erstes, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin sehr verwirrt davon. Nee, so funktioniert das nicht. Ich glaube, ich muss noch mal gucken. Zur Hölle ist das? Joa, ich habe nix Ahnung, was wir tun müssen. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier diese Quests. Und ich habe von nix eine Ahnung. Und wir kriegen das schon irgendwie hin, glaube ich. Na, guck mal, Leute, wie schön wir das hier machen. Also ich finde, wir machen das wunderschön gerade. So, wir haben jetzt hier jede Menge. Daraus können wir jetzt wieder neue bauen. Können wir uns direkt einen Freezer machen? Und wir machen uns die hier. Die sehen auch am hübschesten aus und ja.
Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jede Menge Schnee aufbewahren, weil Schnee ist hier auf dieser Insel unser größtes Gut. Wir könnten übrigens auch den Schneemann dafür nehmen, für das, was wir gerade machen, aber im Ernst, Leute, ihr wollt nicht den Schneemann dafür nehmen, ihr wollt das so machen. Weil das ist der sicherere Weg, weil der Schneemann kann einfach runterfahren und das wäre scheiße. So, also hier sehen wir, vier werden zu Heavy Snow. Snow kann man so machen, dann so. Und das wird zu Coarse Dirt. Und Coarse Dirt wollen wir haben, weil Coarse Dirt ist cool. Was haben wir jetzt für eine Quest? Was? Ja gut. So, dann haben wir das. Okay. So, Schnee ein bisschen davon da und das. Nein, wir wollen auf jeden Fall nicht das. Wir wollen ein Rezept sehen. Okay, Spruce Sapling können wir, glaube ich, irgendwie so durch Gefrieren bekommen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das bekommen können. Wir haben unseren Freezer. So ein Mini-Freezer. Was kann der alles? Der macht Coarse Dirt und Soul Sand und was können wir denn mit Coarse Dirt machen? Okay. Wir brauchen ja irgendwie unseren ersten. Seinen ersten Dings. Ich habe das tatsächlich noch nie so gespielt, deswegen. Ich wollte unbedingt aber diese Eisinsel am Anfang mal haben. So gucken, was man da machen kann. Ja, wir können jetzt nur. Wir können jetzt Coarse Dirt machen, das aber. Das bringt uns aber nicht so viel. Ja, also wir bauen jetzt hier erstmal den Schneemann ein und dann passt das. Wir bauen jetzt hier gleich den Schneemann auf, den wir dann einbauen. Dann haben wir es leichter, aber da müssen wir jetzt nicht so viel rumwuseln. Und ja. Aber zum Einbauen brauchen wir erstmal Blöcke und ich glaube, wir müssen jetzt auch gleich direkt eine Mobfarm bauen. Und ich habe wirklich null Ahnung, wie wir jetzt weiterkommen.
Ich kann ja mal hier gucken. Carrier Mod. Okay, Crafting Tweaks. Open Guide auf K. Hier. Aber das scheint mir nicht so das Ganze zu sein, was ich haben wollte. So, Konflikt. Okay. Liegt das nicht auf K? Das lag doch auf K. Warte. Na, ich wollte doch das eine haben. So, weil wir suchen jetzt hier erstmal unsere Hilfe. Sky Resources, G. Legen wir auf Numpad 7. Ha! Snow Island. Snowball, okay. Ja, das kriegen wir hier. Ja, das haben wir jetzt auch schon gesehen. Der Freezer, der ist cool. Ah. Ach so. So, das ist also der Weg. Gut, jetzt wissen wir ja schon mal, wie der Weg aussieht. Also wir brauchen jetzt tatsächlich eine Mobfarm. Und ich bin ein klein wenig geschockt, weil wir sollten vieles machen, aber eigentlich keine Mobfarm bauen. Zumindest ist das meine Meinung gerade, weil das gerade ein bisschen wahnsinnig ist, eine Mobfarm zu bauen. Gut, also wir bauen jetzt hier jede Menge Schnee. Und mit dem Schnee können wir uns dann gleich erstmal... kalt. Bauen wir dann gleich erstmal einen Schneegolem ein. Weil der muss ja auch irgendwie ein bisschen verstaut sein und sicher sein. Wollen ja nicht, dass er sich irgendwie unwohl fühlt bei uns. So. Hier soll der hinkommen. Genau genommen da drauf. Das heißt, wir brauchen das, das, das. Das. Dann müssen wir weitermachen. Wir bauen hier praktisch ein Dings, wo wir dann schön drankommen können und er nicht wirklich rauskommen kann. Warum? Weil das cool ist. Und weil wir das cool finden. Wenn wir das cool finden, dann ist das okay. Wir wissen ja, wir sind die Stärkeren, wir haben das Recht. So funktioniert unsere moderne Gesellschaft. Und wir sind in einem Slime-Biom. Das ist irgendwie lol. Ich wusste nicht, dass wir tatsächlich bei einem Slime-Biom starten können. Das ist wirklich, wirklich lol. Aber aus irgendeinem Grund sind wir so maßlos hoch gestartet. Ich finde das irgendwie faszinierend. Sky Resources und... Das ist ja ein anderes Skyblock-Pack, weil normalerweise hat man immer Ex Nihilo und das ist halt immer derselbe Scheiß.
Immer mit Sifting und sonst was. Und jetzt, wo alle das Sifting hinbekommen haben, was machen sie? Ganz andere Systeme. Und dann denke ich so, oh, ja, danke. Schön. Ja, aber ich finde das ganz cool, gerade dass man hier mit Schnee starten kann, weil Schnee. Ich hätte es noch schön gefunden, hätten sie jetzt die Schneestack-Größe höher gestellt. Das war ja bei, war das. Bei All the Mods war das so, dass sie das so höher gestellt hatten. Was ich auch sehr, sehr faszinierend fand, muss ich ehrlich zugeben. So, wir haben jetzt hier unsere eigene kleine Schneeproduktion. Das ist zumindest ganz praktisch, weil wir dann jetzt richtig schnell Schnee produzieren können. Und zwar einfach so. Und wir machen das jetzt, bis wir einmal das Inventar voll haben. Und dann bauen wir unsere erste kleine Mobfarm. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen, dass wir auf jeden Fall einen Schneeblock immer mehr haben. Einfach zur Sicherheit. Wir haben auch keinerlei Licht. Das wird Wahnsinn. It's madness. Madness. Ich überlege gerade auch, wie wir die Sachen kriegen sollen. Ich meine, wir haben ja nicht mal, wir können ja noch nicht mal halbe Blöcke bauen. Doch, können wir schon durch Schnee. Es wird ein bisschen krank. Joa. Viel rumgestehe leider. Wird doch jetzt eine lange erste Folge, glaube ich. So, der Schnee kommt jetzt dahin. Wie man sieht, haben wir auch jede Menge hiervon. Noch gespannt, was da alles korrigiert wurde, und weil Skyblock, das war halt ziemlich broken, wenn man mit dem Schnee richtig gearbeitet hat und dann halt endlos Erde erzeugen konnte. So, wir haben jetzt hier schon mal das. Wir gehen in diese Richtung für unsere Mobfarm. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gott sei Dank sind die so leicht abzubauen, weil das wäre sonst richtig eine richtige Qual. Ich finde es auch schön, dass es diese Snowbricks gibt, weil die sehen irgendwie richtig gut aus. Es gibt davon auch Stairs und so, und wir werden daraus eine richtig schöne Insel bauen. Zumindest ist das mein Plan, dass wir eine schöne Insel bauen. Ist das dein Scheiß Ernst? Der erste Mob, den wir kriegen, ist ein Enderman.
der klassische Enderman-Trick. Wir müssen vorsichtig sein. Wir haben jetzt noch kaum Leben, wir haben nichts zu essen. Wir brauchen wenigstens Zombiefleisch, um Essen zu machen. Für Flash Nuggets, wie ihr gelesen habt, bestimmt. So viel dazu. Der Scheißherz. Ja, und wir sterben gerade an Kannibalismus. Fast. Schon scheiße, dass wir ein Dreckskannibale sind. Warte mal, hatte ich hier nicht irgendwo noch... Habe ich im Ernst meinen kompletten Snowbricks verloren? Das ist nicht so toll. Ja, müssen wir noch mal ran, weil wir müssen ja noch eine schöne Plattform bauen. Ersten Tod haben wir auf jeden Fall schon mal. Damit ist die erste Folge praktisch erfolgreich, würde ich behaupten. Ich nehme das jetzt ja auch sehr spontan auf, dachte mir so, och, so 4:24 Uhr, beste Uhrzeit, neues Let's Play anfangen. All the Mods hat mich halt ein bisschen genervt jetzt. Und hier werde ich wahrscheinlich später noch Capture Mod und sowas draufwerfen und was weiß ich was noch. Joa. Da fällt mir ein, was ich noch gerne machen würde, ist... Eins. Zwei. Drei. Vier. Weil, wenn ich eins über Sprucewood weiß, dann dass es... auch sich schön auf 2x2 bauen lässt und dann zu einem riesigen Baum wird, was man auch ausnutzen kann. Und ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier vorankommen. Und dafür müssen wir natürlich in die Pötte kommen, weil wir sind ja jetzt halt wirklich langsam unterwegs gerade. Noch ist das Spiel sehr schön flüssig, was ich auch sehr begrüße. So, warum ich das hier mache, ist einfach, weil dann haben wir das schön beschränkt und dann passt das auch gut. Ist das wirklich die 20? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Scheint zu passen, gut. So, wir brauchen jetzt hier eine gute Kammer. Diese Kammer muss dann ja natürlich noch lichtdicht sein und so. Und das ohne
Half Slaps, das ist so ein kleiner Horror-Dings von. Das war, glaube ich, ein Albtraum von mir. Zumindest sieht so, glaube ich, ein Albtraum von mir aus. Gut, also wie es aussieht, können wir das hier schön machen. Damit darauf nichts spawnen kann. Auch wenn das jetzt irgendwie sehr unsicher aussieht. Ich habe dabei kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Oh, ich kann auch das einfach direkt hier zu so einem Snow Layer bauen. Das ist auch ganz nett. Wir wollen natürlich sehr Monster safe bauen. Ja. Es wird eine lange, lange Folge. Mit viel, viel Schnee. Aber wir bauen damit schön sicher, so gut es geht. Also ich weiß nicht mal, ob das funktioniert. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Wahrscheinlich werden wir alle sterben. Es wäre aber trotzdem cool. Lasst mich in den Glauben, dass es funktioniert. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall ein Knochen, weil mit einem Knochen können wir Bone Meal machen und mit Bone Meal können wir unseren Spruce Sapling machen, womit wir Holz hätten. Und mit Holz sind wir praktisch unschlagbar. Habt ihr ja schon selbst gemerkt. Früher war das ist halt der Punkt, der dann immer so mega gehakelt hat, dass das hier
stackweise dann gar nicht mehr ging. Ups, da müssen wir lassen. Und da. Fuck. So, das hier ist jetzt eine Half-Slab, das ist ganz gut. Sind immer vier, dann können wir das so machen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, sieht zumindest jetzt mal hier weniger schlimm aus. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. Ich hätte gern 5 Leute, die mir noch helfen dabei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Irgendwie kriegen wir dabei noch mehr Schnee, was irgendwie ganz cool ist. 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt ein bisschen komisch, aber muss jetzt leider so. Aber irgendwie sieht das auch ganz cool aus. Ich finde das auch ganz nice, dass das irgendwie eine ganz normale Mechanik ist, dass man Schnee so verdoppeln kann. Weil so muss man halt tatsächlich nur einmal Schnee finden und dann sich einen Block holen und dann so, ja. Gut, mit einem Schneemann ist es natürlich noch einfacher, aber man will ja jetzt nicht zu anspruchsvoll sein, wa?
So, dann haben wir jetzt das. Dann bauen wir jetzt das, das, das und das. Dann noch das. Dann haben wir wieder 64 davon. Gut, das Wichtige ist, dass die uns nicht sehen. Also müssen wir nach Möglichkeit. Ja, so können wir gut hauen. Ja, gut, so sehen sie uns trotzdem, aber sei es drum. Das hier wird praktisch dann die Plattform, wo sie drauf spawnen. Und mein Baumaterial geht sehr schnell zur Neige. Ich will, dass es hier ist. Also hier soll man auf jeden Fall noch schlagen können. Nein, warte, wenn man da schlagen kann, dann muss das hier aber Wand sein. Das und... Das hier auch noch. Gut, dann holen wir uns gleich nochmal wieder neue. So, wie viel brauchen wir hier? Wir brauchen 4, wie immer. Und zwar, weil Endermen ja auch spawnen sollen. Und ja, lange, lange Folge. Ich möchte auf jeden Fall spielen, bis wir diesen Spruce Sapling haben. Weil ab da geht's dann auch richtig los. Da fängt praktisch das gute Leben an. Das Leben mit dem krassen Shit. Und ja. Wie ihr seht, spawnen trotzdem Viecher da. Und wir werden bald sehr dringend sterben. Wir sehen auf jeden Fall gut, dass da Punkte sind und Viecher spawnen. Was heißt, wenn uns was hinterherlaufen würde, würden wir es sehen. Wir müssen jetzt nur gleich gucken, wie wir damit klarkommen, dass da Viecher spawnen. Weil ich habe Panik. Ich bin keine gute Kämpferin. Wir haben weder Rüstung, wir haben weder Waffen, wir haben nichts. Und wir haben viel zu wenig Leben. Wir haben gerade 7 Herzen. Wir haben auch zu wenig Essen. Ja. Ich finde es schön, dass wir oben sogar angezeigt bekommen, welches Biom wir sind. Welchen Tag wir haben. Light Level kriegen wir direkt angezeigt. Das ist ganz normal eingeblendet. Von sich aus. Das finde ich richtig gut. Zumindest kannte ich das so noch nicht bisher. Oh, nee. Alter, das ist mies. Okay, es ist jetzt irgendwie cool, dass wir das hier machen können. Weil ich wusste nicht, dass das möglich ist. Gott sei Dank machen die nichts kaputt, das würde mich so töten.
Gut, ein Problem ist, dass wir hier natürlich. Wir müssen hier Half-Slaps machen. Weil wir sonst nicht zurande kommen, leider. Das funktioniert sonst nicht. Also nicht da, wo wir drauf stehen, sondern wir müssen. Hier Half-Slaps haben, weil wir halt bei dem anderen keine Half-Slaps haben. Keine wirklichen. Also hier müssen Half-Slaps hin. So. Weil hier, das muss ja abgeschlossen sein. Ansonsten funktioniert das nicht so ganz. Wir machen das Dach auch einmal massiv aus Snowbricks. Einfach weil doppelt hält besser. Bester Satz aus hier. Zombie Land, den man sich merken sollte. Doppelt hält besser. Und hier ist ja doch gar nicht. Ha. Können wir das da noch machen? Weil im Moment ist. Selbst Schnee, selbst dieser blöde Schnee müssen wir sparen. Sparen, sparen, sparen. Ihr seht, das läuft schon, das wird schon irgendwie. Ja, zumindest haben wir Experience und ein Ancient Motion Core und sind 40 Minuten am Aufnehmen. Wir sind gerade 4:15. Wir haben Untertitel. Untertitel sind lustig. Wow, mir ist kalt. Wir haben sogar unsere erste Nacht tatsächlich überlebt. Den Enderman, den haben wir nicht überlebt. Das war ein dummer Zufall. Aber wir haben generell überlebt. Ist ein bisschen krank, wie wir bisher überlebt haben. Ja. Gutes Schnee kann man so unheimlich schnell produzieren. Und ich finde eigentlich, die Schneeinsel ist am Anfang am nervigsten, aber wenn man dann einmal den Schnee unter Kontrolle hat, ist man auch am mächtigsten. Weil durch diesen Schneeweg und dadurch, dass es Holzhopper gibt, man kann den ganzen Scheiß halt einfach so schnell machen. Dann noch mit dieser Möglichkeit mit Structure Craft. Gibt's den überhaupt? Structured. Buildcraft ist drin. Ja, sieht aus, als hätten sie das gefixt. Da gab es eine Möglichkeit, Schnee so auto zu craften, dass man halt wirklich, also
Erde so Auto zu craften, dass man halt wirklich sehr schnell sehr OP wurde. Und das sollte halt natürlich nicht sein, das wäre sonst ziemlich scheiße. So, das hier müssen wir jetzt noch lassen, weil da kommt noch Dings drauf. Da kommt jetzt, wir haben jetzt ein bisschen zu viel Schnee verkraftet, leider. Da kommt nämlich jetzt unsere Schneedecke drauf, die verhindert, dass irgendwas da drauf spawnt. Gut ist, wir können jetzt das hier nutzen für... Bauen dann praktisch mal ein bisschen vor. Wir haben es ja. Man weiß ja, wir sind eigentlich Rich Bitch. Ja. Gut, wir haben jetzt viel weniger Herzen. Viel weniger Essen. Aber damit müssen wir halt leben. Das ist halt dummerweise so. Gut ist, dass wir die Zeit im Auge haben vom Tag. So, dass wir dann auch wissen, oh, jetzt wird bald Nacht. Ich finde es immer noch witzig. Plains und Slime. Damals bei meinem Modern Skyblock 2 Let's Play, na gut, es war kein Let's Play, bei meinem eigenen Durchspielen, hatte ich, was hatte ich da? Deep Ocean, glaube ich, was halt richtig scheiße ist, weil wenn man dann auch irgendwann mit Bienen anfängt, wenn man denkt sich so, oh, Bienen muss ich irgendwie machen und fängt man damit an und dann so, ja, hier kann ich wirklich eine Biene leben. Irgendwann muss man dann mit Jetpack nur noch rumfliegen. Ja, funktioniert hier die Biene? Funktioniert hier die Biene? Und das nervt halt gelinde gesagt ein klein wenig. 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Eins, zwei, drei, 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 vier. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal. Dann können wir jetzt da drauf und dann da schön. Erstmal hier. Ja, super. So kommen wir gerade so perfekt da dran.
Ja gut, ihr bekommt jetzt grob die Idee, wie wir das, glaube ich, geplant haben. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Nacht sehen, ups, das Bond auf dem Dach. Also bei meinem Glück zumindestens. Nacht ist er jetzt gleich. Aber mir gefällt das persönlich, das so machen zu können. Oh, und da war der Regen, der jetzt tödlich für unseren Schneemantel wäre, wenn wir das nicht gut geplant hätten und intelligent wären und habe ich erwähnt, dass wir hübsch sind. Noch ein bisschen eingebildet. Lol. Ach so, das ist wahrscheinlich deswegen. Ich glaube tatsächlich, der mag das hier nicht. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt noch. Etwas Glück reicht das, damit hier nichts spawnt. Das ist zumindest nichts, was uns dann irgendwie den Arsch aufreißen will. Weil ich das Gefühl habe, dass da wohl etwas spawnt, was uns den Arsch aufreißen will. Ist das dein Scheiß Ernst? Hier sind ein paar Spots nur. Was ist? Genau da ist einer. Gut, was wir jetzt machen können, ist in Ruhe das machen. Warten ab, bis Tag ist und freezen uns in der Zwischenzeit hier schön mal ein paar Heavy Snowballs rein. Man kennt das ja. Snowballs, yeah. Das hier ist jeweils, das sind sogar, ja, wird ein bisschen Dirt werden. Und wenn ich was gut leiden kann, ist es ein bisschen Dirt. War hier nicht eben ein Monster? Okay, es wird auf jeden Fall nicht als dunkel angesehen. Also Slabs kann man daraus nicht gut verwenden.
Beziehungsweise man kann die Slabs davon nicht gut verwenden. Gut, das geht noch. Wir müssen jetzt immer hinrennen, wenn da irgendwas ist. Wir hoffen nur, dass es so gespawnt ist, dass wir es kaputt hauen können. Gunpowder wäre zum Beispiel sehr wichtig, damit wir zum Beispiel erste Alchemie-Zeugs machen können. Also der Drop von einem Creeper. Und ich habe, glaube ich, noch nie so vorsichtig einen Creeper gehauen. Ich hatte aber auch tatsächlich noch nie so eine komische Mob-Farm. Ach du Scheiße. Gut, das hier ist so in etwa der Highscore, den wir kriegen können. Besser wird's nicht von den Mob-Drops her. Weil das Ding hier 6 wert ist. Jetzt brauchen wir nur noch unser Skelett und dann sind wir eigentlich schon ganz glücklich. Also würde ich jetzt mal so eben grob behaupten. Haben wir denn überhaupt einen Crafter, den wir machen können, schnell? Workbench. Boah, wir haben tatsächlich diese Dinger. Wir haben tatsächlich Buildcraft drin. Das feiere ich tatsächlich. Buildcraft wäre sonst so eine Mod gewesen. Ja, wenn man Zeit hat und so, dann kann man es ja vielleicht mal hinzufügen. Aber von so alleine wäre es halt irgendwie doof, weil wenn man es alleine macht, dann ist es immer so, ja, hast du doch nicht gecheatet. Während man sich so denkt, so, nee, komm, so schlimm ist das jetzt gar nicht. Ja, ihr seht, da drin ist nicht wirklich ausgeleuchtet und ohne ein Skelett, ohne, ja, so ein Skelett wie das, was hier stand, witzigerweise, und was wir dann versehentlich runtergeprügelt haben. Beziehungsweise gut, wir haben es mit Absicht runtergeprügelt, aber ihr, you get my point. Also wir brauchen ein Skelett, was uns was droppt. Damit wir weitermachen können. Und es wird jetzt gerade Tag. Das heißt, wir haben, glaube ich, ein bisschen verkackt. Oh, warte, da ist noch eins gespawnt. Zwei. Jetzt geht's aber ab. Es ist ein Babyskeletten.
Ich habe ein sehr ungutes Gefühl dabei. Komm. Es hat ein besseres Schwert als ich. Komm schon ran. Ich habe das Gefühl, es will mich verarschen. Leute, das Erste, was wir machen werden, ist gleich... Zuerst mal hier dieser Weg um diese Mobfarm, weil... Ich krieg einen Kragen, wenn dahinter so ein Vieh ist und wir es nicht platthauen können, weil es dahinter ist. So, dann haben wir das. Und wir haben tatsächlich unseren Knochen. Das heißt, wir können... Ich hatte schon Angst, wir können unsere erste Folge nicht erfolgreich abschließen, aber... Oh Gott, ich liebe Lu... Was ist das denn, Scheiß? Ja. Wir sollten auf jeden Fall noch da was machen, damit das Ganze abgedeckt ist. Joa. Wir haben jetzt noch den Enderman in der Farm. Wir haben Obsidian in der Hand. Warum auch nicht? Wir haben sogar schon scheiß Neverwarzen. Ich meine, im Ernst? Das ist so... Das ist so das Krankeste, was wir kriegen konnten. Und wir haben unseren scheiß ersten Baumsäppling. Und mit dem können wir dann jetzt eigentlich auch schon anfangen, zu wahrer Größe zu wachsen. Und unseren Platz als dominante Lebensform hier anzu. Jen. Also zumindest würde ich vorschlagen, dass wir uns sowas wie Schwerter machen und
Wir haben hier noch 8. Ich kann nicht sehen und ich bin so schlecht in Mathe. Weil ich zu wenig Mathe trink. Genau. So, wie ihr seht, es wird hier schön beschaulich. Kann der Baum noch wachsen? Ich glaube tatsächlich, der wird gehindert. Wir haben zu viel gemacht. Lol. Zumal ich auch sagen muss, dass das meiste sowieso davon wieder wegkommt, weil es ist ja jetzt größtenteils damit, wenn ich runterfallen, falls ein Monster hier spawnt. Tada. Gut, damit beenden wir aber die erste Folge. Ich hoffe, euch hat das so gefallen als einstündiges Special. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht. Tschüss und bis zur nächsten Folge.